Liebe Reisegemeinde, dieser Ausflug bringt mich an einen Ort mit einer langen Geschichte. In diesem Video erzähle ich euch während meines Spaziergangs über das Gelände einige Fakten zu dessen Historie. Diese Fakten habe ich recherchiert. Ich bin kein Chronist, sondern ich möchte vielmehr auf diesem Kanal schöne Orte, ungewöhnliche Ausflugsziele und auch interessante Museen vorstellen. Die sogenannte NS-Ordensburg Vogelsang ist ein von den Nationalsozialisten in der Eifel errichteter Gebäudekomplex bei Schleiden-Gemünd oberhalb der Urfttalsperre auf dem Berg Erpenscheid. Vom Aussichtspunkt hat man als Besucher einen schönen Blick auf den See und die umliegenden grünen Berge. Das Gelände ist sehr weitläufig. Die Eingangswache, Schulungs- und Wirtschaftsgebäude, Flugfeld sowie Unterkünfte befinden sich als Kaserngelände auf einem Höhenrücken. Am Rand des Hangs befinden sich das Gemeinschaftshaus mit Adlerhof und Galerien mit einem großen Parkplatz sowie der die Ordensburg überragende Turm, ein Sportplatz und ein Schwimmbad. Die Anlage diente als Schulungsstätte für den Nachwuchs des NSDAP-Führungskaders. Die Lehrgangsteilnehmer kamen aus ganz Deutschland. Mit fast 100 Hektar bebauter Fläche gilt der Komplex als das größte erhaltene Beispiel der Architektur im Nationalsozialismus. Insgesamt war der Komplex für 1000 Menschen geplant, davon 500 Bedienstete und 500 Gäste. Die Gesamtnutzfläche liegt bei rund 70.000 Quadratmetern. Bei Kriegsausbruch im September 1939 wurde der Schulungsbetrieb beendet. Die Junker wurden entlassen und von der Wehrmacht eingezogen. Die Ordensburg Vogelsang wurde der Wehrmacht übergeben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Anfang 1946, wollte die britische Militärverwaltung zunächst den Abriss der Ordensburg. Im September 1946 beschlagnahmten die Briten 6.300 Hektar Land rings um die Ordensburg und nutzten das Gelände als Truppenübungsplatz. Das Dorf Wollseifen musste dabei von den Einwohnern geräumt werden. Die 120 Familien erhielten 3 Wochen Zeit, das Dorf zu verlassen. Nur die Kirche und die Volksschule existieren heute noch. Alle weiteren Gebäude wurden durch die Schießübungen vollständig zerstört. Wollseifen ist heute auf Wanderrouten wieder zugänglich. Im Jahr 1950 wurde der Truppenübungsplatz mit der Ordensburg von den Briten an die belgischen Streitkräfte übergeben. Die belgische Militärverwaltung errichtete am Standort die Kaserne Van Doren mit Platz für bis zu 900 Soldaten. Die komplette Geschichte und Historie der Burg würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Heute ist die Ordensburg eine Gedenkstätte mit Ausstellungen, Führungen, Veranstaltungen und einer Tagungsstätte. Auf dem Gelände gibt es ausreichend Parkplätze. Die Parkgebühr ist gleichzeitig auch der Eintritt für das Areal. Auch Gastronomie ist vorhanden. Der Ort ist empfehlenswert für Geschichtsbegeisterte.